Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption. Wir hauen uns erstmal jetzt hier einen guten Strauß unter den Arm. Wir sind direkt schon da am Start. Das heißt, es geht direkt los. Herr Morgan. Herr Strauß. How are you enjoying yourself? Geldverleih und andere Sünden. Teil 4. It turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us and not for some of the locals. Shocking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, Sharky. But I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Na gut. Wir treiben also wieder ein bisschen die Schulden ein für unseren guten Kollegen Mr. Strauss. Hey, Arthur. Sean will schon wieder ein... Okay, Lenny? Person, der Bande Geld schulden. Achso, Sean will schon wieder hier einen kleinen Unfall, Überfall starten. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Wir haben auch genug Geld am Start. Also diese Raubnebenmissionen, die machen im Endeffekt nur Ärger. So, dann gucken wir mal gerade auf der Karte, wo wir hin müssen. Da vorne müssen wir hin. Und wo noch? Boah! Wynton Holmes. Und hier haben wir auch noch einen neuen Steckbrief am Start. Von wem? Ach so. Ja, Friends. Der Cut. So, wir sind in Strawberry angekommen. Mal Folges. Ich find's hier irgendwie richtig schön. Ohne Scheiß. Explodierender Wagen. Geil. Ja, ja. Welcome to Strawberry. Wir erinnern uns. Wir hatten hier eine kleine Mission. Wir haben, glaube ich, Sean hier weggeholt. Er hat hier das ganze Dorf zusammengeballert, ey. Wie so ein Wahnsinniger. Der er ja nun mal ist. So, alles klar. Wir sind hier bei... Kollege Nummer 1, Wynton Holmes. Mr. Holmes, where you at? Wo ist er? Hier vorne? Den Berg mal hoch? Ich glaube nicht. Hä? Er pennt. Wynton Holmes. I didn't expect to run into no one out here. Funny how far a man's debts will follow him. You got some money for me, boy? I seen your name in our ledger. You're with the German? Look, I got it for you. It's just, I don't got it yet. It's up in them hills. You panning for it? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lily white coat. The pelt will more than cover what I owe. If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. Please. I'm out of work. It's the only way you'll get paid, and all the hard work's already done. Fine. Move. Okay. Ich habe in irgendwelchen letzten paar Folgen mal gesagt, dass meine Knarre gar nicht Gold ist. Jetzt sieht es allerdings sehr danach aus, als ob sie Gold ist. Just don't know. Alles klar, wir folgen also Wynton und reiten zu einem Puma, den wir jagen sollen. Make me come out here, make me chase all over this goddamn mountain. Hey, you knew it was a risk. I didn't know nothing. Your name's all I knew. Well, the German speaking fella then, Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious, that this whole thing was a risky venture.
Wait, risky? I'm at risk now? Are you threatening me, Winton Holmes? Seems a little snowy up here. Was ist das denn, eine Höhle? This is it. Her den. We should leave the horses. Lol. Whoa there. Ist ja krass. Mit was jagt man denn? Ob ich wohl mir mal hier mein Gewehr mitnehme? Lancaster. Ich nehme den Springfield mit. Den Bogen nehme ich auch noch mit. Wir gehen rein. Habe ich meine Laterne eigentlich dabei? Yes, sir. Nichts? Warum fragst du? Hast du einen Knarre in der Hand? Er hat die Knarre in der Hand, ne? Okay, komm. Let's go. Warum habe ich die jetzt weggepackt? Weiß ich nicht. Wir gehen mal rein. Okay, Puma-Unterschlupf oder was? Warum ist meine Lampe nicht an? Oh, ich höre ihn schon. Ja. And I bet she's white as virgin cotton. Ich habe das doofe Gefühl, er kommt hier nicht mehr lebend raus. The tunnel diverges up here. I'll take the left, you go right, and we'll see if we don't converge down a ways. And look out for her. Yeah, yeah. Holy crap. Okay, irgendwelche Spuren habe ich nicht am Start. Wow. Was ich am Start habe, ist ein dicken, fetten Fleck auf meinem Monitor. Holmes? Finde Winton. Winton Holmes? Hat sich echt so angehört, als ob er fett am Arsch ist. Boah, was geht denn hier? Ich bin gerade auf der Karte am Start. Mal gucken. Und hier liegen ja überall. Ah, hier ist er. Hat ihn erwischt oder was? Finde und erlege den weißen Puma. Moment mal gerade. Okay, kann ich gerade nicht anders machen. Okay. Oh, was? Da ist er. Er hat mich erschreckt. Wow, 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 wow. Okay, das musste ich gerade so machen. Ohne Scheiß. 78 Cent. Das war natürlich keine gute Idee, den jetzt so zu erschießen. But fuck that. Ich weiß nicht, ob das überhaupt als perfektes Fell gezählt hätte oder so. Weißes Puma-Fell, nee. Guck dir das an. Alles klar. Den Puma hätten wir am Start. Sollen wir uns hier nochmal umgucken? Der sieht ziemlich tot aus. Und der sieht auch ziemlich tot aus. Ablegen weißes Puma-Fell. Was haben wir hier noch? Where is the other body? Alles klar. Definitiv tote Tiere auch mit dabei. Was geht hier hinten? Ich weiß nicht, ob ich die plündern kann. Soll ich das mal ablegen, das Fell kurz? Heb das Fell auf. Aufheben, fremde Person. Nö. Plündern kann man da anscheinend eher weniger. Schade. Aber, to be honest with you, ich fand es ganz interessant. Ich habe mich sogar ein bisschen erschrocken, als dieser Puma da ankam. Was ist hier denn noch eine Kiste? Kann ich die durchsuchen? Natürlich nicht. Ansonsten kann ich hier auch nichts weiter mitnehmen. Wow, ich kann nur das Puma-Fell verkaufen und dafür dann das Geld einheimsen, oder was? Okay. Ach, Moment mal gerade.
Kann ich eventuell noch die Satteltasche durchsuchen? Weißes Puma-Fell verstauen. Beim Schlachter. Satteltasche durchsuchen, jawohl. Das geht noch. Und was war's? Nochmal 74 Cent und eine kleine Arznei. Okay, so, let's go to the slaughterhouse, which is in Strawberry. Yes, sir. Alles klar. Dann nicht in die Einstellung, mein Freund. Dann reiten wir da mal hin, ne? Das müsste ja eigentlich hier direkt um die Ecke sein. Da bin ich mal gespannt. Alles klar, Friends, wir sind in Strawberry angelangt. Hallo, kannst du mal hier ein bisschen vom Gas gehen, so ein bisschen? Okay. Pferdegas. So, rechts abbiegen, ohne dass wir irgendwo gegenkommen. Dankeschön, jawohl. So, schön im kleinen, beschaulichen Dörfchen. Strawberry. Ja, move it selber. So, der Schlachter ist hier vorne. Das heißt, müssen wir einfach mit ihm reden, oder wie, oder was? Oder müssen wir das da runternehmen? What can I do for you? Muss ich wahrscheinlich einfach nur... Entschuldigung. Verkaufen. Pferd, Schweinehaut, perfekt. Weißes Puma-Fell, $38. Alles klar, Schulden erfolgreich eingetrieben. So, Friends. Und jetzt haben wir nur noch einen auf dem Tacho. Und der ist hier direkt in Rhodes. Bis gleich. So, Freunde, ich habe mich erstmal hier jetzt hinkutschieren lassen von dem Kollegen Kutscher hier vorne. Und hier vorne ist direkt die Bank. Das war ja eine... Wow, hier ist eine Leiter nach oben. Das war ja eine schnelle Geschichte. Oh, hier ist es. Ach so, ja, er ist der Undertaker. Start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody. Is that casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. Yeah? But, Yeah? Come with me to the churchyard. The church? Stay close. Yard? Alright. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't was hat er vor? Money you can't pay back. I guess you're correct, but, This ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Was hat er vor? Mit Eri rumfleddern oder was? Okay. First church to Rome. In the church, I'll keep watch. I will leave them my eyes to heal. Under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus. What? She got a bunch of jewels in there that she don't need. Digga, er macht es echt. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Jetzt sag mir nicht, wir sollen nachts wiederkommen. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want to be shy. Ain't no one around. Just my auntie. Your aunt. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Well, put that away, please. Okay. Dann verärgern wir die mal. Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Wie gut. Höflich bitten. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Jawohl. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So haben wir es geschafft.
die alle zu vertreiben und er will die Alte jetzt ausgraben oder was? All clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this. Go watch the gate. Verhindere, dass die Leute den Friedhof betreten. Okay. I'm sorry, ma'am. The church grounds are closed for maintenance work. Well, it's about time, too. The place was in need of some care and attention. Okay, okay. Pretty easy. Oh, immer noch heiß. Ja. There's them that's born to it. There's everyone else. Uh-huh, that's how it is. Hey, look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. Alles klar, ab geht's. Oh, damn choir boy. Dann verärgern wir die ganzen mal jetzt. Zum zweiten. Are you boys gonna need yourselves a free? Okay, er hat uns einmal erwischt, zweimal. Und wir. Oh, oh, oh. Paff! 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 Komm schon! Oh, der hat gesessen rum. Alter Schwede. Schau nach Gwyn. Wir heben hier noch den Kopf auf. Den Kopf, den Hut. Das war sogar unser Hut. Dann gucken wir mal nach, was er hier hinten getrieben hat. Der eklige Fink. Alright, well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? But she had a brooch here. Looks like diamonds. Diamantenbrosche nehmen. Well, this will do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. Hm. All right, well, I'm out of here. Ja, ja, geh wir halt weg. That's more than clear what I owe you. Kannst du das Ding wieder zubuddeln, bitte? Meine Güte. Das ist ja richtig widerlich. Hier ist ein Loch. Why is there a hole in the bottom of the ground? Oh Mann. Alles klar, okay. Ja, Friends, dann würde ich sagen, war es das erstmal hier von dieser Folge. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Runde speichern. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssikowski.